Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV. In der heutigen Sendung geht es um Kolumbien, ein Land im Ausnahmezustand. Und ich freue mich sehr, dass mein Studiogast heute aus Berlin gekommen ist, Christiane Schwarz. Herzlich willkommen. Danke. Christiane Schwarz ist Koordinatorin der Fachstelle für Menschenrechtsarbeit von COLCO, Menschenrechte für Kolumbien e.V., mit Sitz hier im Haus der Demokratie in Berlin. Sie hat Spanisch, Germanistik, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg studiert. Seit 1995 ist sie im Bereich Friedens- und Menschenrechtsarbeit tätig, zunächst als Koordinatorin des deutschen Zweigs von Peace Brigades International. Und dort war sie schwerpunktmäßig in Ländern des ehemaligen Jugoslawiens und der Arbeit dort befasst. Nach einer kurzen Phase der Arbeit in Sarajevo ging sie als erste Fachkraft 1999 im damals neu begründeten Programm des Zivilen Friedensdienstes mit Peace Brigade International nach Kolumbien, um dort bedrohte Menschenrechts- und Opferorganisationen zu begleiten. Ich bitte die Regie, die erste Folie einmal einzublenden. Heute bist du bei COLCO, dem Verein für Menschenrechte für Kolumbien. Und meine erste Frage: Wer ist Träger dieser Fachstelle und was sind eure Aufgaben dort? Ja, herzlichen Dank, Clemens. COLCO e.V. wurde 2003 gegründet und der Verein ist der Träger der Fachstelle. Es sind in dem Verein einige oder viele Personen, die seit vielen, vielen Jahren auf unterschiedlichste Weise für Kolumbien und Menschenrechtsarbeit und Menschenrechtsschutz in Kolumbien arbeiten. Als COLCO e.V. sind wir Teil eines größeren Netzwerks der Deutschen Menschenrechtskoordination Kolumbien. In diesem Netzwerk sind kirchliche Hilfswerke und kleine lokale Initiativen Mitglied und COLCO e.V. auch. Wir erhalten unsere Finanzierung hauptsächlich von den größeren und finanzkräftigen Organisationen der Menschenrechtskoordination und arbeiten in Berlin hauptsächlich im Bereich Informationsarbeit, politische Lobbyarbeit, Advocacy-Arbeit mit politischen Entscheidungsträgern und Rinnen in Deutschland. Und ein ganz großer Teil unserer Arbeit ist auch die Organisation von Rundreisen von kolumbianischen Menschenrechtsverteidigerinnen in Deutschland, damit die selbst ihre Anliegen hier vorbringen können. Also große kirchliche Werke wie Adveniat und Brot für die Welt unterstützen auch eure Arbeit und sind Kooperationspartner von euch. Ja. Wann bist du selbst zum letzten Mal in Kolumbien gewesen? Ich war das letzte Mal in Kolumbien tatsächlich vor der Corona-Pandemie im Februar 2020 und konnte dann noch mit dem vorletzten regulären Flug wieder ausreisen. Hat gerade noch so geklappt. Ja. Kolumbien, die nächste Folie zeigt, wo der Name herkommt. Ja, der Name bezieht sich auf Christoph Kolumbus. Er hat nicht Kolumbien entdeckt natürlich, ist dort aber gelandet. Und es ist wichtig, dass der Bezugsrahmen oft noch gesehen wird. So sprechen zum Beispiel indigene Völker in Kolumbien vom Beginn des Konflikts vor 500 Jahren und nicht im letzten Jahrhundert. Die offenen Adern Lateinamerikas, eins der berühmtesten Bücher. Die Flagge, gelb, blau und rot und ein paar Daten zu Kolumbien. Amtssprache Spanisch, Hauptstadt Bogota liegt sehr hoch. Bogota liegt sehr hoch, 2600 Metern. Der Werbespruch ist immer 2600 Meter näher an den Sternen. Also ein Land, was auch versucht, für den Tourismus attraktiv zu werden. Die Staats- und Regierungsform ist eine präsidentielle Republik. Das Staatsoberhaupt und gleichzeitig Regierungschef ist derzeit Präsident Iván Duque. Die Fläche mit 1.138.000 Quadratkilometern
gut dreimal so groß wie Deutschland, ein riesiges Land, aber 30 Millionen Menschen weniger, rund 50 Millionen. Und die Bevölkerungsdichte 45. Ja, die Unabhängigkeit von Spanien wurde 1810 erreicht, aber erst 1819 offiziell anerkannt. Was gibt es zum Bruttoinlandsprodukt zu sagen? 6.423 US-Dollar ist das nominelle Bruttoinlandsprodukt. Kann man es etwa einordnen? In Lateinamerika geht es den Kolumbianerinnen und Kolumbianern besser oder schlechter im Vergleich auch zu den Nachbarländern? Das ist eine schwierige Situation, weil eins der Hauptprobleme Kolumbiens ist die ungleiche Verteilung von Ressourcen. Also Kolumbien gilt auch innerhalb der OECD als ein Land von mittlerem Einkommen, aber die Verteilung ist eine der größten Lateinamerikas und sogar weltweit in ganz hohem Maße, sodass innerhalb dieser Kategorisierung von einem Land mittleren Einkommens gleichzeitig 42% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. Das zeigt, dass die Verteilung sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Das heißt, wir haben bereits einen der großen Konfliktpunkte benannt im Ausnahmezustand, nämlich wenige Reiche, viele Arme. Wir sehen das Land, es liegt in Lateinamerika im Übergang auch zu Mittelamerika. Zur Geografie, kannst du da uns noch etwas sagen? Ja, und noch einen Satz auch zur Folie davor. Es ist speziell, dass Kolumbien eben Zugang sowohl zum Atlantik als auch zum Pazifik hat. Das macht es sehr interessant oder hat es insbesondere um die Jahrtausendwende interessant gemacht, weil lange Zeit im Gespräch war, den Panama-Kanal sozusagen zu verlegen, an diese schmale Landstelle, wo es sich angeboten hätte, einen Übergang zu schaffen und was Kolumbien auch sehr attraktiv macht in verschiedener wirtschaftlicher Hinsicht. Ne? Und das hätte dem Land natürlich auch sehr viel Einnahmen gebracht durch Kanalgebühren. Im Moment geht das Geld ja nach Panama. Ja. Ja, zur Geografie des Landes. Ja, es sind die Andenkordilleren in dem Land, es sind hohe Bergstränge. Das hat dazu geführt, dass über sehr, sehr viele Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte die einzelnen Regionen des Landes nicht gut miteinander verbunden waren. Das ist also Infrastruktur und Verbindungen ist ein großes Problem. Man sieht auch, dass der gesamte südöstliche Teil flaches Gebiet ist. Und dieses Gebiet, da kommen wir gleich noch drauf, ist sehr, sehr dünn besiedelt. Ja. Zur Bevölkerungspyramide. Ja, das sieht etwas anders aus als in Deutschland. Ja. Sehr viele junge Leute, genau, Männer und Frauen fast gleich verteilt. Die natürlich alle eine Perspektive suchen, die arbeiten möchten, ein gutes Leben. Und was für eine Dynamik diese Entwicklung der Bevölkerungszahlen genommen hat, sieht man hier. Also 1961, als ich bereits auf der Welt war, waren wir bereits noch bei 17 Millionen. Und heute bei 50. Eine unglaubliche Dynamik. Die nächste Folie, Bevölkerungsdichte in Kolumbien, bitte ich dich auch zu erläutern für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Genau. Daran sieht man sehr deutlich, dass, wie gesagt, die gesamte östliche Hälfte fast überhaupt nicht besiedelt ist. Also ganz, ganz, ganz geringe Besiedlung. Es gibt auf der anderen Seite große urbane Zentren, also Städte wie Bogotá oder Medellin sind moderne, riesige Großstädte, auch mit riesigen Armenvierteln drumherum. Und dann gibt es noch einige auch große Städte an der Küste, hauptsächlich an der Karibikküste, an der Pazifikküste eher nicht. Ja, und so ist die ungleiche Verteilung auch von Menschen, das spiegelt sich da drin wieder, auch in der Verteilung, nicht? Bogota, ein Millionen-Moloch. Du hast mir im Vorgespräch von einem Fakt erzählt, von einer Zahl, die unglaublich für mich klang, der Neuankömmlinge.
Ja, es war die ganz aktuelle Zeit, Zahl weiß ich nun nicht, aber um die Jahrtausendwende war die Rede davon, da ging es immer darum, dass 1000 Personen täglich neu nach Bogotá kommen. Die Arbeit suchten Wohnung, Essen und alles, was man zum Leben braucht. Schau mal das Land an. Hier, was ist das? Das ist eine Kultstätte einer indigenen Kultur an der Karibikküste, die jetzt noch dort so zu sehen sind. Und man kann dort hochsteigen über Treppen, um die Wurzeln des Landes kennenzulernen. Ja. Wenn wir mal durchschauen etwas, diese Bilder, Wandgemälde, ja, wovon lebt das Land? Das Land lebt also ursprünglich viel von der Landwirtschaft, zunehmend auch Viehwirtschaft, aber in einem industrielleren Bereich geht es viel um industrielle Landwirtschaft, industrialisierte Landwirtschaft. Da ist besonders die Palme und die Ölpalme zu nennen, die auch ganz besonders verantwortlich sind für Vertreibungen und Landraub und traditionell von Kaffee, Kakao, das sind Kakaopflanzen, Bananen. Ich glaube, Kolumbien ist eines der größten Bananenexporteure weltweit. Ja, und ach so, nicht zu vergessen natürlich die Drogenökonomie. Genau, aber das ist ein etwas separates Thema. Das heißt, wenn in Europa, die Europäische Union, den Anteil für Biosprit erhöht, damit Anreize schafft, in Kolumbien Flächen zu räumen für Palmöl, das dann hierher transportiert wird, unseren Sprit beigemischt wird, ist das ein Menschenrechtsthema. Absolut. Und genauso geht es auch mit der Kohle. Es gibt in Kolumbien den größten Steinkohletagebau Südamerikas, auch weltweit ganz oben angesiedelt. Und Deutschland ist einer der größten Abnehmer kolumbianischer Steinkohle. Und das ist ein ganz massives Menschenrechtsproblem und ein Umweltproblem, logischerweise auch. Das heißt, Kohle aus Kolumbien wird hier verfeuert nach wie vor und zusätzlich werden dort Menschen vertrieben, dort, wo die Kohle liegt. Aber die Schönheit zunächst mal. Welche Früchte sehen wir hier? Das ist auch nochmal Kakao. Ja, auch im nächsten. Ja. Und es gibt einen, ja? Man sieht dort, dass der Kakao sehr traditionell an einigen Stellen noch geerntet wird, nicht? Das ist keine industrielle Landwirtschaft. Der wird gepflückt und auseinandergepult und dort an der Sonne getrocknet. Alles Handarbeit. Als nächstes Bild, unglaubliche Schönheit. Bananenanbau, auch ein wichtiges Exportgut, aber auch eine Frucht, die im Land natürlich konsumiert wird und sehr gemocht wird von den Kolumbianern und Kolumbianerinnen. Es gibt auch wilde Tiere. Ja, Kolumbien ist eines der artenreichsten Länder der Welt. Gerade in der letzten Woche wurde festgestellt, es gibt weltweit die meisten Schmetterlingsarten in Kolumbien. Ja, aber auch eben sehr viel Armut. Du hast es bereits gesagt, 42% der Menschen unterhalb der Armutsgrenze, die in ärmsten Behausungen wie hier mit Hühnern leben, versuchen ihr Einkommen zu fristen wie dieser Bauer. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich aus einer Friedensgemeinde. Also man muss es auch differenziert sehen. Die Menschen, natürlich ist Armut in einer Großstadt, gestaltet sich anders als Armut auf dem Land, weil die Kategorien ja unterschiedlich sind. Und in Kolumbien können in den Friedensgemeinden zum Beispiel ist Geld natürlich wichtig, das ist ganz klar, aber es wird fast alles, was man zum täglichen Leben braucht, auch dort gefunden und dort hergestellt, sodass die Kategorie Geld nicht so entscheidend ist wie in der Stadt. Aber entscheidend ist der Zugang zu Land und zu Fläche. Und um Land geht es schon seit Jahrzehnten. Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien, wir haben ja die Sendung auch bewusst genannt, im Ausnahmezustand. Der ist einer der ältesten in Lateinamerika überhaupt. Und worum geht es in diesem Konflikt und was zeichnet diesen Konflikt aus?
Ja, ich habe einige Punkte schon gesagt. Also grundsätzlich geht es um Ungleichverteilung von Ressourcen und um mangelnde bis gar keine Möglichkeiten der Teilhabe. An der Stelle können wir vielleicht die nächste Folie noch einblenden mit wichtigen Stationen. Kolumbien und der Krieg zwischen der FARC und der Regierung. FARC ist die Rebellenorganisation. In den 1960er Jahren ging es los. Ich habe die Fakten von dir selbst und auch aus einer Hintergrundstudie, die ihr für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben habt. Guerillagruppen kämpfen gegen ungleiche Verteilung von Landbesitz, Landraub sowie Armeeübergriffe und Paramilitärs im Dienst von Großgrundbesitzern. 1966 die offizielle Gründung der FARC, der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens. In den 80er und 90er Jahren scheiterten Friedensverhandlungen zwischen Regierung und FARC. Ja, und warum kam es dann 2012 zum Beginn von Friedensverhandlungen? Es ist wichtig zu sagen, genau, dass verschiedene, es gab vorher schon Friedensverhandlungen mit anderen Guerillagruppen. Es gab in den 70er, 80er, auch 90er Jahren eine ganze Reihe kleinerer Guerillagruppen, zum Beispiel eine auch rein indigene Gruppe, eine mehr studentisch geprägte Gruppe, aber die beiden Haupt- und größten und einflussreichsten Gruppen ist die FARC und der ELN. Es war klar geworden in den 90er Jahren, dass es der FARC nicht möglich, es würde nicht möglich sein, dass sie die Regierungsmacht übernehmen. Es würde aber auch nicht möglich sein, dass sie militärisch geschlagen werden. Das kommt zusammen mit einer größeren Offenheit des damaligen Präsidenten Santos, dauerhaftere Lösungen zu schaffen, Stabilität und Sicherheit zu schaffen, natürlich auch mit einem Interesse, Investitionssicherheit zu schaffen. Ja. Am 26. September dann, der Friedensvertrag wird in einer Volksabstimmung knapp abgelehnt. Jetzt sollte man meinen, das Volk hätte doch froh sein müssen, dass es endlich eine Perspektive gibt. Warum haben so viele opponiert und wollten diesen Friedensvertrag nicht? Es gibt sehr viele Ängste und das Land ist insgesamt ein Land, was von einer wahnsinnigen Polarisierung geprägt ist in der Bevölkerung und von vielen Ängsten. Und natürlich, die FARC-Guerilla hat über Jahrzehnte natürlich auch viel Schaden angerichtet und großen Teilen der Bevölkerung Angst und Schmerz zugefügt. Allein, was hier vielleicht mehr bekannt ist, sind die Entführungsfälle, sodass ein großer Teil der Bevölkerung oder eben knapp über der Hälfte derjenigen, die abgestimmt haben, es gab auch eine sehr geringe eine Wahlbeteiligung, Ängste hatten, die ehemaligen Rebellen würden Regierungsmacht dann auf einem anderen Weg übernehmen. Mhm. Oder auch, sie würden straffrei davon kommen. Mhm. Das sind teils diffuse Ängste. Wenn man die Leute wirklich genau gefragt hat, ist es oft nicht so präzise gewesen. Aber das ist natürlich die Lebenserfahrung ganz vieler Menschen dort real gewesen. Die FARC hatte ja gesehen, andere linke Organisationen in Lateinamerika haben sich umgewandelt in Parteien. Ja. Den Weg wollte sie auch gehen, ist sie auch gegangen, hat aber nur 1%, glaube ich, jetzt bei den letzten Wahlen bekommen, marginal. Aber den Versuch wollte sie trotzdem machen, aus dem Rebellentum in die Politik, und ich glaube, sie war auch 2012 militärisch geschwächt und hatte einige Niederlagen vorher hinnehmen müssen. Ja. Das ist richtig. Das waren wichtige Schritte, damit sie überhaupt bereit war an diesem, oder es ist, dass es reale Möglichkeiten gab, in diesen Verhandlungsprozess einzusteigen. Ja. Mhm. Natürlich verdient an Krieg auch irgendwer und auch an diesem Krieg. Und dennoch, ich habe mich damals sehr gefreut, dass im November 2016, trotzdem der Friedensvertrag noch Realität wurde, verhandelt, unter anderem mit den Garantiemächten Kuba und Norwegen. Und eine Überarbeitung war notwendig, dass er dann unterzeichnet werden konnte. Kam danach ein bisschen Ruhe ins Land? Ja, danach gab es erstmal tatsächlich
ich denke, Erleichterung, aber vor allen Dingen auch ganz viel Hoffnung, dass sich Veränderung, dass Veränderung möglich wäre. Es ist ja in diesem kurzen Zeitraum, nicht? Also die erste Unterzeichnung war im September, danach das Referendum Anfang Oktober gescheitert, die Überarbeitung bis November und neue Unterzeichnungen. Es sind wenige Monate. Das war möglich, es ist gelungen, es ist nicht zwischendurch erneut der Konflikt wieder ausgebrochen. Von daher gab es riesige Hoffnungen auf Veränderung und auf reale und andauernde Veränderung. Und die FARC hat in ihm, es gab einen relativ strengen Zeitplan, wie die Entwaffnungsphase laufen sollte und dass die FARC-Kämpfer und Rinnen sich in bestimmte Übergangszonen begeben sollten und dort an Ausbildungen und an Trainings zum Übergang ins zivile Leben teilnehmen sollten. Das ist sehr gut gelungen. Die Waffenübergabe ist sehr gut gelungen an eine UN-Instanz, die dort im Land war, dann zu der Zeit. Und daraufhin waren ungefähr 2 Jahre gab es relativ viel Ruhe und relativ wenig bewaffnete Auseinandersetzungen, weil die FARC eindeutig die größte Gruppe war. Der Friedensvertrag ist international sehr gelobt worden, kann ich mich erinnern, weil er sehr umfassend war und auch das Prinzip der Wahrheitssuche in Versöhnungs- und Wahrheitskommissionen über das Prinzip der Bestrafung gestellt hat, weil klar war, man hätte nicht alle bestrafen können, die damals als Rebellen gekämpft haben. Weiß man, wie viele Menschen etwa diesem Krieg zwischen FARC und Rebellen oder auch den anderen Rebellen und der Regierung zum Opfer gefallen sind? Das ist genau, es gibt Gesamtzahlen nur, nicht, nicht nach einzelnen Gruppen verteilt, zumindest weiß ich die jetzt nicht. Also es wird von mehr als 200.000 Personen ausgegangen, die im Laufe des Konflikts gestorben sind. Sicherlich sind die Betroffenen sehr, sehr viel größer, weil natürlich, wenn eine Person aus einer Familie entführt wird oder getötet wird, ist die ganze Familie in ihrem weiteren Fortgang davon betroffen und teilweise über 1-2 Generationen oder noch länger. Ich betone das nochmal auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. 200.000, das ist etwa die doppelte Zahl des in Europa stattgefundenen Bosnienkrieges. Das waren etwa 100.000, die damals 92 bis 95 getötet wurden. Wir sehen auf der nächsten Karte Gebiete, die unter FARC-Kontrolle sind, noch immer Gebiete, die von der Regierung kontrolliert werden, Mischgebiete. Wie kann man insgesamt, die Karte ist ja auch in der Studie, die ihr veröffentlicht habt im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung, Alexandra Huck und du, wie interpretierst du die Karte insgesamt? Also das sind nicht Gebiete, die jetzt noch unter FARC-Kontrolle sind, die damals unter FARC-Kontrolle waren. Es zeigt sich, dass es große Gebiete sind. Und das macht auch einen Teil deutlich der Geschichte von, dass es der Problematik zwischen der Unterzeichnung des Friedensvertrags und dem Wiederausbruch der Gewalt, weil nämlich in diesen Gebieten, in denen die FARC, wie ich es eben sagte, sich doch relativ zügig und vollständig zurückgezogen hatte, in diesen Regionen entstand dann ein Machtvakuum, weil die waren dort auch, haben Kontrollfunktionen ausgeübt, teilweise viele staatliche Aufgaben übernommen, haben sich dann zurückgezogen und staatliche Instanzen, also weder auf der Ebene der Ordnungskräfte noch zivile Instanzen wie Gesundheitssystem, Sozialsystem, Bildungssystem etc. sind in dieses Vakuum reingegangen, sodass in diesen tatsächlich großen Landstrichen über die 2 folgenden Jahre bis ungefähr 2018 Zeit war, dass andere illegale und irreguläre bewaffnete Gruppen dort eingedrungen sind und dort angefangen haben, mehr und mehr Kontrolle auszuüben. Das heißt, die Kämpfe begannen wieder, die Gewalt entflammte erneut, was vielleicht auch mit dem jetzigen Präsidenten Duque zu tun hat, der diesen Friedensvertrag offenbar nicht möchte. Und die Ergebnisse sehen wir hier. Du hast oder ihr habt Bilder mitgebracht von Kolko, wie wir hier sehen.
Was zeigt denn diese Aufnahme hier? Das sind soziale Proteste im November 2019, als viele, hauptsächlich Studierende und viele Frauen, auf die Straße gingen, um für bessere Bildungschancen, besseres Gesundheitssystem, bessere Versorgung insgesamt eingetreten sind. Man sieht hier auf den Fotos, wer ist da dargestellt? Da sind Ermordete und Verschwundene dargestellt, die gesucht werden von ihren Familien, deren Verschwindenlassen nie aufgeklärt wurde, beziehungsweise deren körperliche Überreste nie gefunden wurden, sodass die Familien sie nicht begraben konnten. Und vor allen Dingen bei den Fällen, die Fälle, die straflos geblieben sind, also wo nie ein Täter bestraft wurde für das Verbrechen. Es gab einen Konflikt um einen sehr hochrangigen FARC-Kommandeur. Worum ging es dabei? Es ging um, der war angeklagt, von den USA an Drogengeschäften beteiligt zu sein, und es gab einen Auslieferungsantrag an die USA. Oder nicht an die USA, also von der von den USA. Und es gab Ängste, dass das dem stattgegeben werden würde, was natürlich die Autonomie dieses ganzen Prozesses durcheinander gebracht hätte und erschüttert hätte. Also das ist jemand, der auch an den Verhandlungen in Friedensverhandlungen fanden in Havanna statt, auf Kuba, teilgenommen hatte. Und daraufhin hat der und ein weiterer hoher ehemaliger Kommandant, die haben sich wieder in die Wälder zurückgezogen und dort sich wieder bewaffnet. Das heißt, genau. Das war ein Rollback, der Stein war schon mal weiter oben, ja, und ist wieder zurückgerollt. Ja. Was hat es mit dieser Zahl 5763 auf sich und den Menschen, die man hier auf dem Bild sieht? Das sind, das ist die Zahl von sogenannten, von Opfern von extralegalen Hinrichtungen, die Männer, die dort zu sehen sind, sind hohe Militärs, und die Frage, die gestellt wird, wer hat den Befehl gegeben? Es wurden, um die Zahlen von getöteten Guerilleros nach oben aufzupeppen, ja, gab es Anreize im Militär, die diese Zahlen in die Höhe schnellen lassen sollten. Und einige Militäreinheiten haben daraufhin Jugendliche oder auch ein bisschen ältere junge Erwachsene, Zivilisten entführt, woanders hingebracht, sie in Uniformen gesteckt und hingerichtet und präsentiert als im Kampf gefallene Guerilleros. Dafür kriegten diese Einheiten Pluspunkte, zusätzliche Urlaubstage oder Bonusgelder. Das heißt, die Regierung hat im wahrsten Sinne des Wortes ein Kopfgeld ausgesetzt, um Leuten Anreize zu geben, Menschen umzubringen. Genau. Menschen sind gegen diese Politik auf die Straße gegangen mit Friedensdemonstrationen, wie wir hier sehen. Ein ganz großes, langes Transparent. Was ist da zu sehen? Das ist im Hintergrund steht gegen das Vergessen, und es ist eine Liste von ermordeten Menschenrechtsverteidigern. Also wirklich Aktiven, die Menschenrechte in Kolumbien verteidigt, ja, haben. Eine unglaublich lange Kette. Ja, es gab auch jetzt wieder Tote in der Neuzeit. Was war dort der Auslöser gewesen? Es gibt Proteste in den vergangenen Monaten. Angefangen haben die am 28. April diesen Jahres. Im Vorfeld des 1. Mai haben Gewerkschaften, also eigentlich das traditionelle Streikkomitee für den 1. Mai, zu sozialen Protesten aufgerufen. Und diesen Aufruf wurde sehr breit gefolgt. Und zwar sowohl, was den Umfang in den verschiedenen, in der Hälfte aller Landkreise gab es Proteste, und es gab Proteste von einer unglaublichen Breite an Bevölkerungsgruppen, die sich daran beteiligt haben. Die sind dann
sehr, sehr schnell, also sofort und sehr auf eine sehr gewalttätige Art von den Sicherheitskräften niedergeschlagen bzw. beantwortet worden und haben daraufhin noch mehr Proteste ausgelöst, an denen sich noch mehr Leute beteiligt haben, aber in deren Verlauf es viele Tote tatsächlich gab, wahnsinnig viele Menschen, hauptsächlich junge Menschen, die Augenverletzungen hatten durch Gummigeschoss oder Tränengas, die direkt in die Gesichter abgefeuert worden sind der Leute. Es gibt Berichte von einer riesigen Anzahl von Verschwundenen, Übergriffe, die mit sexualisierter Gewalt in Verbindung bringen und eben auch tatsächlich viele Tote. Eine große Zahl auf Seiten der Demonstrierenden und Protestierenden, aber es gibt auch tote Sicherheitskräfte. Das Besondere an den Protesten ist, die entzündeten sich an einer geplanten Steuerreform. Diese Steuerreform hätte die ärmeren Bevölkerungsschichten besonders hart getroffen. Es ging um die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Benzin. Und obwohl diese Steuerreform dann schnell zurückgezogen wurde, gingen die Proteste aber weiter und wurden weiter sehr, sehr brutal beantwortet von den Sicherheitskräften. Ganz besonders heikel oder ja, sehr gefährlich für das Land auch ist es, dass in den Protesten tauchten Gruppen von Männern in Zivil auf, die mit Pistolen bewaffnet waren und in die Protestierenden reingeschossen haben. Das ist selbst für Kolumbien ein Phänomen, was es nach meiner Kenntnis vorher so nie gab. Also Paramilitärs gab es immer, die bezahlt wurden von Großgrundbesitzern, um Leute zu vertreiben, umzubringen. Aber sowas, dass Zivilisten Leute mit der Pistole erschießen, das war auch für Kolumbien relativ neu. Ja, also das waren organisierte Zivilisten, das waren nicht... Ja. Der Nachbar von nebenan, obwohl sich auch besonders in einem Stadtviertel in Cali offensichtlich auch Nachbarn zusammengetan haben, um, also in Kolumbien ist es erlaubt, Waffen zu tragen, unter bestimmten Bedingungen, aber es ist nicht üblich, in Menschenmengen zu schießen. Die Proteste nahmen unglaubliche Ausmaße an. Wir sehen noch ein paar Bilder von diesen Protesten. Was hat es mit der Zahl 82.000 auf sich? Das ist die Zahl der, das sind Bilder von den Protesten aus dem, von vorherigen Protesten. Ja. Also die aktuellen reihen sich ein in eine Reihe von Protesten. 82.000 ist die Zahl der gewaltsam Verschwundenen in Kolumbien seit Mitte der 80er Jahre. Die Menschen, die sich mutig trauen, hier eine Gruppe von Menschenrechtsverteidigern, das heißt, dieses Thema ist äußerst virulent und wir haben vorhin gerade die lange Liste gesehen, viele bezahlen tatsächlich auch mit dem Leben dafür. Freiheit, ja, Asesinados, was heißt hier diese Übersetzung, dieses Transparentes für die Getöteten? Asesinados für die vom Militär getöteten Menschen. Ja, es braucht sehr viel Mut, in Cali, in Bogota, in den Städten auf die Straße zu gehen. Das Militär war sehr, sehr präsent. Und wir sehen hier noch einmal auch einen Abschnitt aus dem Spiegel. Tote bei Protest in Kolumbien, 29.05. Präsident Duque setzt Militär gegen Demonstranten ein. Bei Protesten gegen die Regierung sind in Kolumbien Dutzende Menschen zu Tode gekommen, viele durch Polizeigewalt. Präsident Iván Duque lässt nun zusätzlich Militär aufmarschieren. War das in der ersten Phase bereits, 29. Mai? Genau, das ist ein Monat nach Beginn der Proteste. Die fingen ja am 28. April an und das ist jetzt ein Monat danach. Da gab es nochmal zu dem Monatstag quasi neuen Aufruf zu besonders starken Protesten. Und man muss sagen, dass in Kolumbien auch die Polizei, also insgesamt der Sicherheitsapparat, aber auch die Polizei
ist dem Verteidigungsministerium untergeordnet. Da gab es schon lange, seit vielen Jahren gibt es Proteste oder Anregungen, das sollte man doch ändern. Da gibt es jetzt auch Gespräche, dass die in die Richtung gehen. Das ist sehr positiv. Aber da ganz konkret zu dem Zeitpunkt Ende Mai ging es darum, dass Militäreinheiten tatsächlich eine operative Unterstützung der Polizeieinheiten durchführen sollten. Was bedeutet, dass durch das Militär die Sicherheitskräfte insgesamt befehligt und organisiert würden, also dass quasi das Militär bestimmt, wie mit zivilen Protesten im Land umgegangen werden soll. Das ist natürlich höchst problematisch. Das heißt, wenn Polizisten unbewaffnete Zivilisten erschossen haben, war da nicht die normale Justiz, die Ziviljustiz zuständig, sondern quasi die fielen unter Militärrecht. Genau. Und da verlief das im Sande, weil das Militär und die Regierung quasi die Polizei deckte. Genau. Schauen wir mal weiter. Ja, ihr habt noch Bilder mitgebracht, auch von diesen Bussen, die alltägliches Transportmittel sind. Sicherheitsgurte gibt es keine. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, die Regierung zog ja dann diese Steuerreform zurück. Das heißt, die Mehrwertsteuer wurde nicht erhöht. Die Menschen wurden nicht noch zusätzlich belastet. War das zunächst mal ein Zwischenetappensieg für die Protestbewegung? Ich denke, es war ein kurzes Aufatmen. Es war aber gleichzeitig wurde klar, dass so viel, das ist der einen Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt so viele strukturelle und grundsätzliche Probleme, die dann auch in den Forderungen auftauchten. Nicht? Da geht es insgesamt um das Gesundheitssystem, um das Bildungssystem. Es geht aber auch ganz viel darum, tatsächlich insgesamt strukturelle Veränderungen zu schaffen für mehr Gerechtigkeit und weniger Ungleichheit im Land. Und viele dieser Elemente könnten sehr gut angegangen werden, wenn denn dieser Friedensvertrag in seiner Gesamtheit seriöser umgesetzt wurde. Ja, mit Wahrheitsversöhnungskommissionen, Aufarbeitung. Unabhängig davon gibt es aber Friedensgemeinden und die sich eigene Regeln geben. Was sind Kennzeichen von Friedensgemeinden, die sich selber so ausrufen in Kolumbien? Das sind, es gibt unterschiedliche Formen davon, die sich auch unterschiedliche Regeln geben. Diese ist von der ersten Friedensgemeinde im Nordosten des Landes, San José de Apartado. Und es geht darum, dass sie Gemeinschaftsarbeit fördern wollen, dass sie keine Waffen auf ihrem Territorium dulden dass sie gemeinschaftlich auch den Vertrieb ihrer Produkte organisieren. Aber es geht hauptsächlich darum, dass sie keine bewaffneten Akteure, egal ob Guerilla, Paramilitär, aber auch keine staatlichen Sicherheitskräfte, bewaffnete staatliche Sicherheitskräfte auf ihrem Land dulden wollen. Es wird der Getöteten gedacht hier mit bemalten Steinen. Wir sehen hier einen Kerzenkreis, Kinder. Ja, Bilder, die sehr bewegen. Die Menschen gedenken derer, die ums Leben gekommen sind. Dann gibt es Zona Humanitaria. Was sind das für Zonen? Das sind also humanitäre Zonen. Das ist eine andere Form von Friedensgemeinden. Manche nennen sich dann Gemeinden für Frieden und im Widerstand, also im Widerstand gegen den Krieg. Die haben oft ihre Wohnbereiche abgetrennt und eingezäunt, wie man dort auch sieht, und die als humanitäre Zonen erklärt, um diesen Begriff auch zu nutzen, um sich abzugrenzen und auch in diesen Wohnbereichen der Zivilbevölkerung keine Waffen und keinerlei bewaffnete Akteure dulden wollen. Und das rührt natürlich daraus, dass die Menschen Erfahrungen gemacht haben über Generationen hinweg, ja, dass
auch die staatlichen Sicherheitskräfte für sie keine Sicherheit bedeuten, sondern in ganz vielen Fällen mit meist den rechten paramilitärischen Gruppen zusammengearbeitet haben. Und wie sich die Menschen in Kolumbien dagegen wehren, mit gewaltfreien Mitteln, vor allem die Indigenen, da schauen wir jetzt nochmal in den Filmabschnitt hinein. Consejo Regional Indígena del Cauca nos enseñó a defender la madre tierra. La Guardia Indígena está conformada por hombres, mujeres y niños, quienes son los defensores de la vida y el territorio. No hay vida si no existe el territorio. Un bastón en sus manos y una pañoleta son los símbolos que portan de manera permanente. El defender el territorio de la llegada de personas extrañas que causan desarmonías se ha convertido en amenazas y muertes. A pesar de todo, el valor de la Guardia Indígena se mantiene en pie de lucha. Muchos sectores armados han venido pasando por encima de nuestras vías, matando a nuestros compañeros indígenas, los cuales estamos peleando por nuestro territorio, que es vida para nosotros, que es el saber que existe en todo el proceso político-organizativo. Y pues ahorita más que nunca estamos unidos como jóvenes, como regional, para decirle no a la muerte y decirle sí a la vida, y que nosotros todos unidos podemos vivir en paz y que podemos seguir luchando frente al poder invasor. Im nächsten Bild sehen wir Getreide, das heißt, viele Menschen versuchen sich selber zu ernähren. Genau, das ist Reis, das ist in einer der Friedensgemeinden, und man sieht, dass die, dass das alles in Handarbeit gemacht wird für die familiäre und dörfliche Produktion. Ein Bild eines Mannes, was hat der auf seiner Landkarte hier zu sehen? Also das ist Don Pedro, ein älterer Mann, der im Zuge der großen Vertreibungen Ende der 90er Jahre als erster auf sein Land zurückgekehrt ist. Und er hat andere Rückkehrwillige, deren Ländereien und Wohngebäude total zerstört worden waren, eingeladen bzw. erlaubt, auf seinem Land ein vorübergehendes, das war mehr wie ein Zeltlager, zu errichten, um dort zu Anfang der Rückkehr erstmal zu sein und von dort aus, also dort gemeinsam zu sein und von dort aus die einzelnen Gebiete und Besitztümer der Leute, der Familien wieder so weit aufzurichten, dass die dorthin zurückkehren konnten. Und er hat auf seiner Landkarte gemalt, wie er sich die Zukunft in Gemeinschaft vorstellt. Es gibt dort einen Fluss, es gibt verschiedene Felder, die bebaut sind, es gibt Tiere, es gibt Hühner und Pferde, und es wird Mais angebaut und Reis und genau, er hat aufgezeichnet, wie er seine Vision von einem glücklichen Leben. In Kolumbien spielen die USA eine wichtige Rolle als Waffenlieferant, aber auch aus Deutschland gibt es dort Waffen. Das Problem in Venezuela spielt noch mit hinein. Solange eben die Regierung vorgeht gegen Drogendealer und auch versucht, Maduro zu stürzen in Venezuela, kann sie wohl mit Rückhalt rechnen, auch aus Washington. Es gibt viele Geflüchtete. Weiß man etwas über die Zahl der Geflüchteten aus Venezuela in Kolumbien und deren Bedingungen? Es gibt eine große Anzahl. Und jetzt in Klammern, man weiß auch die Zahl, ich weiß jetzt nicht, Klammer zu. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass zum Beispiel für die Europäische Union sehr wichtig ist, dass Kolumbien diese Flüchtlinge aufgenommen hat. Das hat ganz sicher damit zu tun, dass die dann auch nicht hierher kommen. Die leben in Kolumbien, die wurden zunächst
ganz zu Anfang aufgenommen und bekamen auch Arbeit und haben als billige Arbeitskräfte auch wirken können. Viele wollten aber gar nicht in Kolumbien bleiben und sind weitergezogen zu Fuß. Man konnte sie wirklich in unendlichen Reihen an den Straßenrändern langgehen sehen, teilweise auf dem Weg bis Chile. Mhm. Mit der Corona-Pandemie hat sich das natürlich alles nochmal zugespitzt und total verändert, sodass die nicht mehr keine Arbeit mehr bekommen. Venezuela hat gesagt, sie würden wieder aufgenommen werden in Venezuela. Viele möchten das aber nicht. Es gab jetzt gerade ein Dekret der kolumbianischen Regierung, dass die einen Aufenthaltsstatus bekommen, dass sie zumindest Grundversorgung beantragen können. Aber die ist natürlich auch so mangelhaft, dass da kein Mensch würdevoll zumindest nicht von leben kann. Also das ist ein riesiges Problem. Man muss aber sagen, dass Kolumbien und Venezuela immer zwei Länder waren, die sehr miteinander in Verbindung waren. Und als Venezuela ein reiches Land war in der Ölindustrie, sind unglaublich viele Kolumbianer nach Venezuela gegangen, um dort zu arbeiten. Also viel Austausch gibt es dort traditionell. Und unter den Geflüchteten sind wohl viele Oppositionelle auch, die gar nicht zurück können, weil sie dort Repression oder gar Tod erwarten würde in Venezuela. Und deswegen versuchen sie natürlich politischen Druck auch von Kolumbien aus auszuüben auf Maduro und die Regierung in Venezuela, ihn zu stürzen. Was wären denn Lösungsansätze und Perspektiven, um dieses Land Kolumbien in eine friedlichere, hoffnungsvollere Zukunft zu führen? Ich denke, da gibt es viele sehr gute und auch sehr kreative Ideen, die auch aus der kolumbianischen Bevölkerung und Zivilbevölkerung kommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass die gehört werden und ernst genommen werden, dass es einen ernsthaften Dialog gibt der kolumbianischen Regierung oder Elite mit der Bevölkerung, um Dinge umzusetzen. Ganz zentral ist meiner Ansicht nach die Umsetzung dieses Friedensvertrags, weil der wirklich Konfliktursachen bearbeitet. Und es ist sehr wichtig, dass dieser Friedensprozess international begleitet und beobachtet und auch unterstützt wird. Der wird natürlich, also von der Europäischen Union und auch von Deutschland insbesondere, wird der auch unterstützt. Und das ist sehr positiv und sehr gut. Wir sagen immer, das könnte natürlich noch stärker und noch öffentlicher sein. Insbesondere könnten mehr Sollbruchstellen eingebaut werden, dass irgendwann auch die Unterstützung nicht entzogen wird, aber dass vielleicht Gelder ausgesetzt werden, die eben bestimmt sind für die Umsetzung des Vertrags und werden aber nicht dafür genutzt. Also da kann man sicherlich noch stärker und pointierter agieren. Es ist nicht egal, wo die Gelder aus Europa oder auch aus anderen Ländern hingehen. Dienen sie dem Frieden oder verschärfen sie eher? Und da genau hinzuschauen, dass es friedensgerichtete Maßnahmen sind, denke ich, wäre eine wichtige Forderung an die deutsche Politik und die internationale insgesamt. Absolut. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Du hast zusammen mit deiner Kollegin Alexandra Huck für die Bundeszentrale für politische Bildung eine Studie geschrieben, wo man in Detail noch einmal sehr vieles nachlesen kann, was wir heute auch in der Sendung besprochen haben. Man kann sich diese Studie kostenlos herunterladen. Es sind 11 Seiten, die wirklich auf den Punkt gebracht, in Kürze, aber trotzdem im Detail Auskunft darüber geben, wie dieses Land derzeit dasteht. Hier sieht man nochmal euer breites Bündnis. Worum geht es bei dieser Pressemitteilung, die ich auf eurer Homepage gefunden habe? Da geht es, also man sieht in der Tat, ein Großteil der Mitgliedsorganisation der Deutschen Menschenrechtskoordination Kolumbien. Wir versuchen ja immer gemeinsam zu wirken, um auch mehr Kraft zu entfalten. Es geht hier konkret um eine erste Stellungnahme zu den Protesten, die jetzt aktuell im Ende April begonnen haben. Und darum, dass die sehr militärisch beantwortet werden und dass diese Antwort
der Sicherheitskräfte und des kolumbianischen Staates eben das Land doch wieder große Schritte zurückbringen, vom Frieden wegbringen und nicht auf den Frieden zubewegen. Ich danke dir sehr, Christiane, dass du heute ins Studio gekommen bist mit deinen Hintergründen, mit deinen Kenntnissen des Landes. Und mir ist der Satz eingefallen, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Es kann und darf uns nicht kalt lassen, wenn in Kolumbien Menschen hingerichtet werden, wenn dort gefoltert wird. Erheben wir unsere Stimme, wie Kolko das tut, unterstützen wir auch diese Gruppen. Und ich möchte zum Schluss noch einmal einblenden, Kolko, www.kolko.net. Oder ihr seid auch froh über Zuschriften, über Unterstützung jeder Art. Auch finanzielle Unterstützung ist herzlich willkommen, um die Menschenrechte in Kolumbien voranzubringen. Herzlichen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie heute wieder dabei waren in der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV.